Gummo, wir haben 9:27 Uhr, mein Tag beginnt. Ich fahre jetzt zu meiner Mom. Ja. Der Rocker ist auch ready. Boah, ist das ein gutes Bild. Sascha schläft noch. Das ist meine Hausefrau-Fit. Das ist schon ein viel besserer Look. Mit der schnellen Brille. Okay, sorry, ich hör auf. Aber das ist eine brutal schnelle Brille. So, ich fahre jetzt heim, gehe dann erstmal zu meiner Mom und ein bisschen ready. Und nehme mich ein bisschen mit. Let's go. Oh, meine Stimme ist morgens so tief. Oh mein Gott. Alright, ich bin jetzt bei meinen Eltern. Das erkennt man an der coolen Umgebung. Und hier sind meine Katzen. Das ist mein Kater, Simba. Guck nicht so dumm, du Pisser. Der ist immer sauer. Seht ihr das, der Schwanz? Der ist immer sauer. Ja, ich weiß, der hasst Streicheln. Der mag das nur, also, der hat so spezielle Zeiten, dann kommt er zu dir und will, dass du den streichelst wie sonst was. Aber vorher, guck mal, wenn ich jetzt das hier mache. Okay, dann nicht. Das mag der manchmal, wenn man so, warum auch immer, wenn man an seiner Nase da rumfuchtelt, findet er das eigentlich voll geil. Ich verstehe eh nie, warum. Ja, Simba. Der mag das aber auf meinem Arm zu chillen. Das finde ich cool. Aber sonst ist er. Der schnurrt nie. Ganz, ganz, ganz leise, wenn überhaupt. Das ist meine andere Katze. Oh, wir haben eine Katze zu Gast. Das ist nicht meine Katze. Who the fuck are you? Let me in. Clea. Komm her. Wie siehst du? Jetzt komm her. Alter. Alter. Ich hab die so berührt, so. Und die fängt instant an zu miauen, das ist es. Ja, ich weiß, du willst zu deiner Freundin. Das ist, meine Mom nennt diese Katze Mathilda. Die jeder Katze, die sie nicht kennt, ist, die heißt einfach automatisch Mathilda, perfekt. Und das ist meine andere Katze. Die ist, die guckt immer stinkig. Die guckt immer stinkig, warum auch immer. Wunderschöne BKH braune Chocolate Katze. Ja, ich gehe jetzt mit meiner Mom in die Stadt. Ich kaufe hier ein bisschen was an Geschirr. Braucht mal neues. Dieses typische Geschirr. Oh mein Gott, meine Eltern haben dieses richtig typische Geschirr. Passt auf. Wir kennen es alle. Und meine Mom will neues haben. Deswegen kaufe ich jetzt ihr neues. Und das alles nur dank euch. Meine Mom war ganz kurz mit der Gassi und die ist einfach, die ist so anhänglich so. Kucka, komm mal her. Kucka. Meine Schuhe sehen anscheinend aus wie Wanderschuhe. Ey Mann, die sind voll frech. Die sind auf der Seite ein bisschen rot, das finde ich cool. Gell, Coco? Du bist so dumm. So ein... Du bist ein Pudel und du bist so dumm. Die Hunde repräsentieren immer den Besitzer. Spaß, das wäre natürlich sonst ein Selbstfront. By the way, ich bin ungeschminkt, also es tut mir leid, ich sehe wasted as fuck aus. Also bitte keine Kommentare, wie wasted ich aussehe. Ich sehe das in der Cam, ich sehe das im Spiegel. Ich wünschte, es wäre nicht so, aber ich habe einfach nicht gut geschlafen. Das ist die Situation. Sucht meine Mutter. Also, meine Mom will rote Kugeln. Also sind wir hier an diesem roten Stand. Das ist die aktuelle Ausbeute. Ich finde diese Kugeln wunderschön. Die sieht brutal aus. Die sieht einfach aus wie so eine Swarovski-Kugel. Also hier diese besonders. Die sieht, erinnert mich so ein bisschen an Britney Spears Outfit von dem Detoxic. Da hat die einmal so ein Outfit an, wo die nur Kristalle hat. Aber ich finde die hier, diese Kugel nicht nochmal irgendwo. Also ich habe die nicht nochmal gefunden. Das ist die einzige Kugel, die ich sehe. Die sehen auch cute aus. But those are small balls. But we are looking for the big ball, man. Die finde ich nicht so nice. Und das meine ich, guck, wir müssen schauen, ob die angeditscht sind. Und es kann halt sein, dass ihr euch die angeditschten einfach, wenn ihr bestellt, die reinlegt. Und ihr könnt euch halt so aussuchen. Alter, ey, wisst ihr, Coco ist so schwer auf Dauer, das ist unnormal. Aber jetzt back to. Ich krieg die Sonnenbrille nicht runter. Mama, kannst du mir eine Sonnenbrille runter machen? Danke, dann sehe ich nicht mehr so wasted aus. Schon viel cooler. Ich sage es, wie es ist. Hier kannst du Stunden verbringen und dir diese Kugeln anschauen und überlegen, welche Kugel soll ich jetzt nehmen. Aber die Hälfte davon haben die einfach nicht mehr. Es ist schon krass, was sie alles haben. Hier so ein grünen Ton, Gold. Meine Mom geht für Gold. Nee, warte, Goldrot. Meine Mom, mein Hund sucht die ganze Zeit nach Coco. Okay, Joe. Was ich sagen wollte, ist, Coco sucht die ganze Zeit nach meiner Mom und schaut, wo die ist im Raum. Deswegen schaut die ganze Zeit dahin.
Guck, die Uhr ist die. Sie ist schnell da hinten, meine Mom. Auf jeden Fall, ich habe, glaube ich, meine Kugeln gespottet, die ich haben will. Das hier findet meine Mom ganz witzig. Willst du das haben? Nein? Okay. Aber hier, ich habe meine Swarovski-Kugeln gespottet. Aber leider nur groß. Ich dachte, du hast die erste gesehen. Die sind mir zu groß. Aber die sehen brutal aus, oder? Alright, das ist jetzt die aktuelle Ausbeute. Hier haben wir alles. So sehen die Stände aus. Ich finde, die sehen voll schön aus. Da ist meine Swarovski-Kugel. Gibt's einfach nicht ein kleiner. Mann, die sehen aber so brutal schön aus. Außer dass schon jetzt aufgeplatzt ist. There is one small. Oh, I take this one with me. Okay, das ist die Ausbeute. Das ist ganz random irgendwie. Ich glaube, eins habe ich mir auch geholt für mein Mikrofonarm. Das hänge ich da dran. Und jetzt sind wir beim Geschirr. Just woman things. I'm just joking, man. I'm just joking. Ich hatte gerade den Koko auf einen Arm. Und das hier habe ich halt so getragen. Also geschoben. Und nehme ich einfach so. Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie eine Mutter. Das war erschreckend. Das ist noch zu früh. Ganz wildes Geschirr. Das sind wir nicht gewohnt. Das sind wir nicht gewohnt. Wo sind die Blumen drauf? Oh, Mann. Nee, schon wieder. Gut, wir haben alles gekauft, was wir brauchen, außer Geschirr, weil das Geschirr, was da war, war super fancy. Und, wie soll ich sagen, das ist, wir brauchen so ein Set, ja, weil meine Mom, wir brauchen ein Set, nicht super fancyes Geschirr. Und alles teuer. Also Geschirr haben wir nicht gefunden, aber das ist nicht schlimm. Dafür esse ich jetzt hier auf ganz entspannt Plov mit den russischen Companions, ihr kennt das richtig geil, hier mit Hühnchenfleisch, Und in dem fancy Teller. Ganz frisch noch. Geil. Schön warm. Nice. Ich kann nicht essen. So, ich habe die Kekse einfach hier drauf gelegt. Mit dem Namen soll ich es auf den Teller tun. Egal. Hier sind diese Kekse, die so mit Rum gemacht werden. Wie heißen die? Mit Whisky. Ah, Entschuldigung, mit Whisky. Wie heißen die? Serichami. Okay, die sind auf jeden Fall brutal lecker. Keine Ahnung, was da drin ist. Anscheinend Whisky. Rosinen. Rosinen. Vishne. Dekorative Vishne. Schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Die sehen eklig aus, aber die schmecken gut. Ich muss mein Paket wegbringen. Von Depot. Mit den kaputten Kugeln. Ey Mann, wie ich das hasse, wenn Leute neben mir packen und mich dann so angucken wie sonst was so. Alright, stellt euch mal vor, ihr kommt zu eurem Auto und ihr seht sowas. Aber ihr müsst euch vorstellen, die chillt eigentlich hier am Fenster. Ich habe gerade die Kamera rausgeholt und dann ist sie wieder reingegangen. Imagine, ihr seht das, wenn ihr an einem Auto vorbeigeht. Ja, entspann dich. Entspann dich. Ist die Frage, schauen die Leute mich an wegen der Sonnenbrille oder weil ich hier aufnehme? Wahrscheinlich wegen beidem. Ich war jetzt einkaufen, jetzt fahre ich nach Hause, räume alles ein, mache ein bisschen Haushaltskram, mache Wäsche, räume ein bisschen was auf, was ich das letzte Mal nicht aufgeräumt habe. Und dann mache ich mich fertig und dann streame ich. A day in my life. Zu Hause angekommen, was ich auf jeden Fall machen muss. Oh Gott. Ich brauche mein Weihnachtsfeeling. We wish you okay. Das, was ich jetzt auf jeden Fall mache, ist erstmal meinen Einkauf einsortieren, weil ich habe Käse dabei und so. Ich weiß jetzt nicht, in meiner Wohnung sind minus 10 Grad. Eigentlich könnte ich es auch hier einfach so lagern. Ich habe die Heizung angemacht. Und ja, jetzt räume ich alles ein. Soll ich das filmen? Okay. Perfekt. Mein Einkauf. Käse. Vegane Teewurst, Milch, aber laktosefrei. Und ich habe noch Brötchen gekauft und Gemüsebrühe und eine Gurke, weil ich finde Käse mit Gurke beste morgens. Ich habe einfach einen Löffel in meinem Kühlschrank. Falls die Augen morgens angeschwollen sind, könnt ihr das so drauflegen. Aber ich habe das Gefühl, das bringt nichts. Ich habe das mal gesehen in einem YouTube-Video als Hack. Und ich finde, das bringt gar nichts. Ich sehe immer noch wasted aus. Gut, das war's. Wir haben, by the way, Update. Wir haben 17.15 Uhr. Cool. Ich mache jetzt ein bisschen Haushaltskram. Haushaltskram aufräumen, dies, das. Ich bin so fertig, Alter. Deswegen habe ich die ganze Zeit die Sonnenbrille getragen. Und ich sage euch, wie es ist. Es ist ein Segen, die Sonnenbrille zu tragen, wenn man fertig aussieht. Du siehst, wie dich jeder anglotzt und denkst dir so, haha. Meine Augenringe siehst du nicht. Okay, das juckt eigentlich keiner, aber trotzdem. Ey Mann, meine Augenringe sind mir brutal unangenehm, weil ich einfach die Augenringe des Jahrtausends habe. Aber es ist egal. Ich habe wirklich brutale Augenringe. Aber ich lebe damit. Falls du auch Augenringe hast, dann probier dieses Produkt aus. Mit Honey 10 kriegst du...
Was geht, Vloggy Vlog? Ich habe jetzt kein Outro gefilmt, deswegen wird das jetzt das Outro. Ich hatte die letzten 2 Tage, habe ich mich nicht so gut gefühlt, also habe ich nicht gefilmt. Ich denke, ich werde ab morgen wieder filmen. Das war nur ein kurzes Update. Ja, wir haben den 12.